Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um zwei schicke Mounts, die wir uns als Kyrianer erspielen können. Und zwar ist das Mount, wo ich schon mich drauf befinde. Das schimpft sich Ewiger Phylynx der Loyalität. Und dann haben wir noch den Ewigen Phylynx der Demut. Und die beiden wollen wir uns jetzt mal angucken. Schauen wir mal. Phylynx, da haben wir, also das hier ist quasi der Loyalität und dann haben wir hier den Demut Phylynx. Übrigens an der Stelle, immer die Ewigen haben quasi diese Extra-Rüstung und dann gibt es die gleiche Version nochmal ohne Rüstung, die ist dann halt einfach so ein bisschen die Low-Budget-Version. Gut, soviel zu den beiden Mounts. Wie können wir uns das Ganze freispielen? Wir müssen als allererstes Kyrianer sein, einen Char auf Stufe 60 dementsprechend haben, denn wir müssen uns ein Gebäude bauen, und zwar den Pfad des Aufstiegs. Diesen Pfad des Aufstiegs müsst ihr insgesamt auf Stufe 4 upgraden. Warum brauchen wir den auf Stufe 4? Und zwar, wir brauchen die Weisheitskämpfe. Bei diesem Pfad des Aufstiegs funktioniert es so, dass wir den bauen und dann können wir gegen NPCs in so einer Arena kämpfen und da gibt es dann verschiedene Stufen. Und die zweithöchste ist quasi die Weisheitsstufe und da müssen wir ein paar Kämpfe bestreiten, denn wir brauchen Achievements. Grundsätzlich können wir uns nämlich die Mounts hier einfach bei einem Händler kaufen. Ihr seht, hier sind die beiden. Aber um die kaufen zu können, braucht ihr Erfolge. Wenn ihr die Erfolge abgeschlossen habt, dann stehen die hier nicht mehr dran. Also bei mir sind die nicht mehr existent, die Bedingungen. Aber wenn ihr die Erfolge noch nicht abgeschlossen habt, dann könnt ihr die halt einfach nicht kaufen. Beide Mounts kosten 250 Anima. Und von Erfolgen braucht ihr für den ewigen Phylynx der Demut einmal den Erfolg von den Meistern lernen. Und für den ewigen Phylynx der Loyalität braucht ihr einmal das Achievement Todes-4-Schmäht. Eigentlich Todes-Verschmäht, aber es heißt hier Todes-4-Schmäht. Wird gleich noch klar, warum das Achievement so heißt. Wo finden wir die beiden Erfolge? Wir haben sie einmal hier drin unter Erweiterungsfeatures und dann Paktsanken. Und hier haben wir das erste von den Erfolgen von den Meistern lernen. Und dafür müssen wir Kalasthene, Athanos in der Prüfung der Weisheit mit Pelagos, Kleia und Mikanitos besiegen. Wie funktioniert das jetzt? Wir müssen erstmal das Gebäude bauen, dann haben wir hier so ein bisschen eine Questreihe, da müssen wir einige Seelen und so einsammeln und dann bekommen wir nach und nach ein paar Medaillons des Dienstes. Und diese brauchen wir, um quasi hier in die Arena reinzukommen. Wichtige kleine Informationen, die bekommt ihr auch durch Kisten, die ihr öffnet, wenn ihr Kyrianer seid, durch Rares, die ihr killt, durch Missionen, könnt ihr kriegt. Also ihr kriegt ja eigentlich ziemlich nachgeschmissen, ihr braucht aber einige, um hier die Kämpfe zu machen. Dann ist es so, wenn wir hier in der Arena drin sind, müsst ihr halt einen von denen auswählen. Für unser Achievement brauchen wir alle drei einmal und ihr müsst vorher halt erstmal ein bisschen die Kämpfe hochspielen. Wenn wir jetzt mal hier Kalasthene auswählen, ihr seht, es gibt Mut, Loyalität, Weisheit und Demut und wir brauchen den Weisheitskampf. Bevor ihr natürlich den Weisheitskampf spielen könnt, müsst ihr erstmal Mut und Loyalität spielen, beziehungsweise auch ein paar von den anderen Bossen besiegt haben. Heißt, es ist ein bisschen Vorarbeit, bis ihr zum Mount kommt, aber es gibt hier einen Haufen Belohnungen auf dem Weg. Wenn ihr ein Sammler seid, lohnt sich das sowieso, das Ganze zu machen. Genau, dann müsst ihr sowohl Kalasthene als hier Athanos quasi mit allen drei besiegen. Die haben verschiedene Fähigkeiten und hier gibt es dann auch verschiedene Bonis, die ihr wählen könnt. Zum Beispiel habt ihr hinten Pfannen, die ihr aktivieren könnt, weil euer Gebäude hoch genug ist. Ihr könnt euch, wenn ihr die Quest soweit gemacht habt, hier noch einen bestimmten Extra-Button auswählen. Ihr könnt euch Amulette bauen. Ehrlich gesagt, für die Weisheitskämpfe sind diese ganzen Sachen nicht unbedingt notwendig. Die sind relativ einfach. Schwierig wird es dann erst bei den Demutkämpfen. Solltet ihr dennoch Probleme haben, ich mache einen ausführlicheren Videoguide zu jedem Kampf auf der Demut-Schwierigkeit. Heißt, wenn ihr die Demut-Schwierigkeit drauf habt, dann schafft ihr die Weisheit auf alle Fälle, weil die Weisheit einfach leichter ist. Demut ist halt die schwerste und hat noch einen Enrage-Timer. Weisheit ist relativ easy dagegen. Also im Normalfall solltet ihr da keine Hilfe brauchen. Solltet ihr trotzdem Probleme haben, könnt ihr da nochmal in meinem Videoguide, meinen ausführlichen reingucken für Jünger der Demut. Da sind wirklich alle Kämpfe mit jedem der drei Typen drin und dementsprechend auch Strategien, um die auf der höchsten Schwierigkeitsgrad zu besiegen. Dann würde ich sagen, gucken wir uns noch das andere Achievement an, und zwar Todes-4-Schmäht. Und zwar haben wir das irgendwo da unten. Genau, dafür müssen wir Trantiok in der Prüfung der Weisheit, also seht ihr auch wieder Weisheit, besiegen ohne ihr. Ich habe immer gedacht, dass er männlich ist, aber es ist anscheinend weiblich. Es ist so ein Lich, ne?
deswegen war ich mir da nicht so sicher, ohne ihr Schaden zuzufügen, bevor ihr alle Phylakterien vernichtet habt. Und zwar, wie funktioniert das? Wir haben hier einmal Trantiok. Seht ihr? Also ich kann jetzt nicht sehen, dass das weiblich ist. Da haben wir hier den Weisheitskampf. Und wir können jetzt einfach mal just for fun den Kampf anfangen. Dann kann ich euch das zeigen. Wir nehmen den tiefen Treizack. Wir werden jetzt nicht fertig spielen, weil das ein bisschen dauert. Das soll jetzt nicht Teil des Videos sein. Und zwar, wenn der Boss rauskommt, seht ihr, sind dann einfach vier solche Urnen, würde ich jetzt einfach mal zu sagen, stehen da. Wenn man die tötet, dann kriegt der Boss Schaden. Der hat halt so ein Immunschild drauf. Und normalerweise tötet man eins von diesen Urnen, DPS den Boss, tötet die nächste Urne, DPS den Boss und so weiter, ne? Weil mit jeder Urne kriegt der Boss eine Fähigkeit dazu. Hier für das Achievement haut ihr einfach alle Urnen um und DPS dann den Boss. Dann müsst ihr zwar gegen den Boss kämpfen, während er alle Fähigkeiten hat. Mit Pelagos an sich ist das aber nicht sonderlich schwierig, weil ihr so ein Immunschild habt. Ich kann euch das mal zeigen. Hier dieses Immunschild, da ist dann relativ easy tatsächlich, weil ihr durchgehend das fast aufrechterhalten könnt, dann ist es relativ easy, genau. Also so viel dazu, den Kampf werden wir jetzt nicht fertig spielen, weil das ein bisschen das den Rahmen sprengen würde. Ich springe jetzt hier mal runter, dass wir da wieder rauskommen. Also das hier ist auch ein relativ leichtes Achievement. Ich habe das tatsächlich nebenbei gemacht, wo ich gar nicht gewusst habe, dass es dafür ein Achievement gibt. Also das ist auf jeden Fall ganz gut machbar. Ich glaube, der schwierigste bzw. langwierigste Teil für die beiden Mounts ist schlichtweg, dass ihr das Gebäude upgraden müsst und halt einige Kämpfe in den niedrigen Schwierigkeitsgraden davor spielen müsst, um dementsprechend dann zu den Weisheitskämpfen zu kommen und euch dann das Mount zu holen. Gut, das war soweit die Geschichte mit den beiden Mounts. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal noch die ganzen Phylynxen an. Insgesamt gibt es 8 Stück. Ich habe jetzt zu, glaube ich, allen ein Video gemacht. Das waren jetzt die letzten, die gefehlt haben. Wir haben einmal Phylynx des Mutes. Das ist quasi der Goldene. Dann haben wir Phylynx der Reinheit. Das ist hier der komplett Weiße. Dann haben wir Phylynx der Loyalität. Das ist der von den Gegenspielern der Kyrianern hier, den Verschmähten. Einmal so ein bisschen in lila, schwärzlich gehalten. Und dann haben wir noch den Phylynx der Demut. Und zwar das so in, ja, so silber, rötlich. Finde ich eigentlich auch ganz nice. Wobei, der ist fast der Beste, ne? Und dann gibt es halt nochmal alle von diesen in der cooleren Version mit bisschen Leuchteffekte, mit extra Panzerung. Und die machen natürlich schon deutlich mehr her, ne? Also hier, ich finde, der macht so viel mehr her als der hier. Also als die bisschen unspecialere Version, da sind die schon wesentlich nicer, finde ich zumindest. Ja, das sind soweit die ganzen Phylynxe, die wir uns holen können. Bei den anderen Covenants gibt es natürlich auch 8 Mounts. Zu den meisten habe ich schon Videos gemacht, beziehungsweise zu denen, die ich noch nicht gemacht habe, kommen die auf jeden Fall die Tage noch. Gut, das war es soweit mit dem kleinen Achievement, beziehungsweise dann auch Mount Guide, jetzt so ein bisschen ineinander reingewurschtelt. Und solltet ihr zu den Kämpfen, wie gesagt, Fragen, Probleme haben, schreibt sie gerne in die Kommentare, beziehungsweise schaut dann einfach dieses Meta-Achievement, wo ich alle Demut-Kämpfe zeige. Da sind im Endeffekt dann alle Kämpfe mit inbegriffen. Gut, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.